Kapitel 44. Zu viele Zufälle. Also, haben wir wirklich gewonnen? Aurora war inzwischen wieder in dem Zimmer angekommen, in welchem ihr Team gelagert hatte, solange dieses Duell anhielt. Irgendwo fiel es ihr immer noch schwer, das wahre Ausmaß dessen zu greifen, was gerade geschehen war. Ja, das habt ihr. Auch wenn dieser Kampf wirklich viele Fragen aufwirft. So sehr das Team seinen Sieg auch feierte, die Wahrheit in Kells Worten blieb vorhanden. Von drei direkten Begegnungen waren zwei alles andere als jemals vorhersehbar. Irgendetwas Größeres war in diesem Ring vorgegangen. Größer, als es das Team realisierte. Ein Klopfen unterbrach ihre Gedanken jedoch. Zunächst wollte Kell aufstehen und zur Tür gehen. Doch ein böser Blick von Aurora stoppte ihn, während Monagoras die Aufgabe übernahm. Vor dem Eingang stand Elementara, die ihre Freunde offensichtlich besuchen wollte. Aurora, Kell, Mashedo, Monagoras. Mein herzlichen Glückwunsch, ihr habt es tatsächlich geschafft. Auch wenn es nicht das Duell war, das ich mir erhofft hatte. In vielen Aspekten. Kell, mit dir ist alles halbwegs in Ordnung, oder? Ein kurzes Nicken blieb die einzige Antwort. Nun, wenn du das sagst. Also dann in einigen Tagen beginnt eure große Saison der Königsliga. Und ich hatte es schon einmal scherzhaft gesagt, aber ihr beweist immer mehr und deswegen dieses Mal wirklich. Strengt euch an, ich will euch im Champion-Duell der nächsten Saison treffen. In jeder anderen Situation wäre Aurora euphorischer gewesen. Doch in diesem Moment war sie zu abgelenkt und antwortete schlicht mit einem Nicken. Aber Elementara, was wirst du wegen Team Slash machen? Es schien, als wäre die Ligaleiterin gerade dieser Frage gerne entgangen. Jedoch wusste sie auch, dass sie nicht einfach ohne Antwort gehen konnte. Erst einmal rede ich mit ihnen. Viel mehr bleibt nicht übrig. Aber ich werde sicher gehen, dass immer jemand Seraora im Blick hat. Versprochen. Mashedo, neutral wie immer, sprach auch seine Sorgen an. Offensichtlich hat auch Zoroa Geheimnisse. In diesem Fall schienen sich jedoch beide Mitgliederinnen des Epsilon-Komitee sicher. Das stimmt aber, Zoroark ist vertrauenswürdig. Ihr Geheimnis wird nicht Epsilon betreffen, zumindest nicht als ihren Mitstreiter, da bin ich mir sicher. Aber Seraora? Vielleicht weiß Zoroark, dass er Epsilon ist und möchte nicht, dass jemand ihm schadet. Es würde zu ihr passen. Aber egal wie es ist, Seraora selber ist gerade wichtiger. Da stimme ich Aurora zu. Also, ich gehe dann wieder. Ihr vier solltet euch erholen, gerade du, Kell. Morgen reden wir nochmal, gut? Mit diesen Worten war das Quartett wieder sich selbst überlassen. Also, für heute sollten wir heimkehren. Kell, kannst du wieder laufen? Zum großen Ärgernis des Angesprochenen ließ seine Mitleiterin ihm nicht einmal die Zeit zu antworten. Er würde es behaupten, aber Kell muss sich heute schonen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Mit leichter Schadenfreude erwiderte das Fossil. Es gibt genau einen simplen Weg in meinen Augen. Und der wäre... Rund eine Viertelstunde später war das Team auf dem Weg zurück nach Kira Town. Und Kell bereute schwer, überhaupt gefragt zu haben, was denn Monagoras Idee sei. Zwar musste er sich eingestehen, dass er sich unsicher war, ob er eine einstündige Reise wirklich gepackt hätte. Und dass diese Methode wohl die angenehmste für seine Gesundheit war. Doch für seine Ehre war es nicht hilfreich, auf Monagoras Schultern getragen zu werden wie ein nasser Schal. Die Laune im Team war inzwischen deutlich gestiegen und auch wenn er es nur bedingt lustig fand, war auch Kell relativ glücklich, zumindest für seine Verhältnisse. Während gerade Mashedo ihn ein wenig aufzog. Wie ist eigentlich die Aussicht da oben? Siehst du Kira Town schon, Kell? Wenn du nicht gleich Ruhe gibst, dann siehst du die Radieschen von unten. Ich bin ein Geist, ist es da nicht etwas zu spät für... Kurz stockte Kell tatsächlich. Dass Geister in den Mythen seiner Welt Untote waren, war klar. Doch er hatte vermutet, dass sie in dieser Welt ganz normale Lebewesen waren, so wie alle anderen Pokémon auch. Geister sind... seltsam hier. Die meisten von ihnen sind Reinkarnationen der Seelen Verstorbener. Jedoch macht das eigentlich keinen Unterschied.
da Geister sich nicht an ihre erste Existenz erinnern. Außer wenige Ausnahmen, die beweisen, dass meine Aussagen ein Fakt sind. Also war in dieser Welt Wiedergeburt ein echtes Phänomen. So sehr es Kell auch wunderte, er konnte nur staunen, wie eigenartig diese Welt doch war. Erinnerte sich zurück an seine alte Heimat. Eine Welt, die von außen vielleicht sogar ähnlich wirkte. Jedoch mit dem Unterschied, dass sie im Inneren, tief im Kern, verschimmelt war. Die Welt der Pokémon hingegen war ein schöner Ort. Das musste er zugeben, so viele Probleme er auch hatte. Nach der Rückkehr Team Polana Watras nach Kiratown trennten sich die Wege der Teammitglieder für den restlichen Tag. Monagoras kehrte zurück zum Turm, in welchem er immer noch in Etage 49 lebte, auch wenn er nun bloß noch ein Kämpfer war, und marschierte zum Polarsee. Kell selber blieb wie so oft mit Aurora zurück. Und bald fand auch dieser große Tag sein Ende. Und der nächste brach an. Und dieser Tag sollte mit einer dringenden Eilmeldung beginnen. Die Sonne stieg gerade erst hinter dem Horizont empor, als Kell durch ein lautes Klopfen aus dem Schlaf gerissen wurde. Übermüdet stand er auf, wobei er seine Verletzungen vom Vortag für eine Sekunde vergaß. Jedoch spürte er auch außer einem leichten Ziehen nichts, als er zur Tür lief. Also schritt er einfach weiter. Obwohl die Schlafsamen ihm immer noch Schlaf bescheren konnten, fühlte er sich jeden Morgen müder. Als das Akani die Treppe hinabstieg, war Aurora bereits an der Tür angekommen und hatte sie geöffnet. Ein bekanntes, aber doch unerwartetes Gesicht stand dort. Latias, Elementaras Teamkollegin. Aurora, Kell. Elementara möchte, dass ihr so schnell es geht ins Büro zu ihr kommt. Machado und Monagoras wurden auch schon informiert. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, worum es geht, aber lasst sie besser nicht warten. Ein kurzer Blick von Aurora, die, auch wenn sie nicht unbedingt zufrieden damit war, einsehen musste, dass Kell wieder in der Lage war, diese paar hundert Meter von selbst zu laufen. Also sie hat recht, lass uns schnell aufbrechen. Es dauerte nicht lange, bis die beiden Teampartner vor der allzu bekannten Holztür standen, welche schon immer das Büro der Liga abgrenzte. Elementara, wir sind da! Sofort öffnete sich die Tür und Team Nordicas Leiterin zeigte ihr Gesicht. Offensichtlich nicht gerade bei bester Laune. Dann kommt! Im Inneren des Raumes waren bereits einige Pokémon versammelt. Machado, Monagoras, Latias, Kanimani, Latios, Floink, das gesamte verbliebene Team Nordica also und Seraora. Während das Team nervös wartete, trabte Elementara offensichtlich wutentbrannt durch den Raum. Der Rest ihres Teams wirkte fragend, Seraora niedergeschlagen. Nach rund 30 Sekunden entschied sich die neue Ligaleiterin endlich zu sprechen. Also Team Polana Watra. Wisst ihr, weshalb ich euch heute einberufen habe? Dumme Frage natürlich nicht. Erinnert ihr euch noch, wie ich euch zu Anfang meiner Leitung von meinen Anti-Epsilon-Maßnahmen erzählt habe? Wie ich die Schlüsselkarten jedes einzelnen Pokémon der Liga überprüfen wollte? Natürlich erinnerte sich das Team. Jedoch hatte niemand damit gerechnet, dass Epsilon auf eine derartige Taktik hereinfallen würde. Und bist du fündig geworden? Ihre Antwort fauchte Elementara geradezu. Nein, und ich suche auch nicht weiter. Denn unser lieber Freund Seraora ist heute in der Früh in mein Büro gekommen, da er leider seine Schlüsselkarte verlegt hat und eine neue benötigt. Ich habe es dir doch gesagt, Elementara, es ist ein Zufall, ich schwöre es. Ein Zufall? Genau wie Dakra, der sich als dein Freund ausgegeben hat und Teil des Teams warst, in dem du der Leiter bist. Oder wie all die Male, die du und Zorak zufällig gerade bei Epsilons Auftreten nicht zusammen wart. Oder wie damals, als Epsilon Aurora und Kell vor ihrer Entwicklung am Eisberg traf. Wobei nur die wenigsten Bescheid wussten, unter anderem du. Der Angeklagte bestand weiter auf seiner Aussage. Das letzte davon war Amagaga und der Rest ist Zufall. Auch wenn Elementaras Rage Aurora etwas besorgte, konnte sie nicht verheimlichen, dass sie jedem einzelnen Wort zustimmte. Ach, ist er das? Mir sind das langsam zu viele Zufälle, Freundchen.
bist seit Wochen der Hauptverdächtige dazu, Epsilon zu sein. Und dann geschehen all diese Dinge. Das ist wirklich alles sehr, sehr interessant. Denkst du nicht? Was wohl alle Anwesenden überraschte, war, dass Team Slashs Leiter auf einmal volles Verständnis zeigte. Ich weiß, verdammt, ich weiß doch, wie verdammt unglaubwürdig das alles klingt. Und auch weiß ich, dass ihr mir nicht glauben werdet, aber ich schwöre auf alles, ich habe nichts mit Epsilon zu tun. Sagt mir irgendwas, was ich tun kann, um mich zu beweisen, und ich werde es tun. Auch die Hauptakteurin dieser Debatte schien etwas ruhiger zu werden. Zumindest siehst du ein, weshalb wir dir kein Vertrauen schenken können. Das ist schon mal ein Schritt. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, Vertrauen zu gewinnen, dann hör mir gut zu. Du wirst dich nicht mehr ohne die Aufsicht eines Mitglieds meines Teams bewegen. Keine Ausnahmen. Außerdem will ich, dass du jederzeit zur Verfügung stehst, wenn ich dich rufen lasse. Und an Kämpfen darfst du nur teilnehmen, wenn ich persönlich Zeit habe, diese zu überwachen. Was ich gerade sagte, gilt auch für Polana Vatra. Für den Bruchteil einer Sekunde verstand Aurora die Welt nicht. Warum war Elementara ihrem Team auf einmal so negativ gegenüber eingestellt? Allerdings bemerkte Elementara selber schnell, dass ihre Formulierung sehr unpraktisch gewesen war. Auch zu ihrer Verfügbarkeit und Beobachtung stehst du bereit, Seraora. Ihr könnt gerne auch ein Auge auf den Kerl werfen. Für einen Moment kehrte Stille ein. Also, sind wir ja dann fertig. Ein kurzer warnender Blick von Elementara folgte. Jedoch stimmte sie letztlich zu. Ja, Latios, du übernimmst die erste Wache. Latias, Floin, Kanimani, haltet euch bitte bereit. Ihr übernehmt in dieser Reihenfolge die nächsten drei Wachen. Alle drei Stunden wechseln. Die fünfte Schicht übernehme ich selber. Und mehr brauchen wir nicht, dass ihr auch Schlaf gibt, wobei Sorok im selben Haus schläft. Ihr werdet von mir hören. Auch Team Polana Vatra nahm diese Ausladung schnell wahr. Sich bewusst, dass Elementara derzeit nicht unbedingt in der Laune war, lange zu diskutieren. Kaum hatten die Pokémon das Büro verlassen, begann Mashadow zu reden. Also hattet ihr von vornherein recht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch abwarten. Bald muss Seraora eigentlich die Wahrheit offenbaren. Er kann seine Epsilon-Identität ja nicht für immer ablegen. Monagoras schien widersprechen zu wollen, es sich allerdings nicht zu trauen. Es deutet wirklich alles darauf hin. Aber dass Seraora so etwas tun könnte. Ich dachte, ich würde ihn nach all der Zeit gut kennen. Aber nach Amagaga ist das wohl auch kein Argument mehr. Nachdem Monagoras für ihn so lange ein Feindbild war, fühlte es sich für Kel tatsächlich seltsam an, Mitleid mit dem Fossil zu haben. Die Zeiten hatten sich geändert. Ein weiteres Mal. Während das Team nun eine der Ebenen ansteuerte, um für die große Saison zu trainieren, welche bevorstand, dachte Aurora kurz einen Schatten zu sehen, welcher das Team in ihrem Augenwinkel verfolgte, als sie sich wegen ihrer Paranoia ruckartig umdrehte. Erspähte sie tatsächlich ein Pokémon und gleichermaßen ein sehr bekanntes, Zoroark. Aurora, ich muss mit dir reden, bitte. Unbemerkt kapselte sich das Wohnona von ihrem Team ab und begab sich zum wohl betroffensten Pokémon in der gesamten Seraora-Lage. Was gibt's, Zoroark? Ich hab's recht eilig. Ja, nur gut. Ich mache es schnell und schmerzlos. Du musst ein gutes Wort für Seraora einlegen. Bitte. Für einen Moment fiel es Aurora schwer, eine Antwort zu finden, die ihre Gedanken irgendwie zusammenfasste. Zoroark, so sehr ich es selber nicht mag, das kann ich auf keinen Fall machen. Dafür ist der Fall zu eindeutig. Seraora muss Epsilon sein, auch wenn es dir nicht gefällt. Der Blick des Geist-Pokémon wirkte wie von Nebel verdeckt. Ich, Aurora, hör mir zu. Nach dem, was beim Duell gestern passiert ist. Du sagtest, dass die Dinge im Ring anders sind. Deswegen vertraust du mir auch, wenn die Dinge dort so geschehen sind. Also, ich bin auf jeden Fall bereit, dir eine Chance zu geben. Auch wenn es doch viele Fragen aufgeworfen hat. Kurz nahm das Pokémon mit dem verbundenen Arm einen kurzen Atemzug. Nun gut, Aurora.
triff mich bei Sonnenuntergang am Polarsee. Alleine. Von Epsilon-Komitee zu Epsilon-Komitee, denn ich kann beweisen, dass Seraora unschuldig ist. Versprochen.